immer wieder ein Schauspiel an den lebhaften Ungaro-Ring zurückzukehren. In der Nähe eines beliebten Reiseziels, nämlich der Stadt Budapest, erwarten wir ein spannendes Rennen. Den Moment, als Michael Schumacher 2010 seinen alten Kollegen Rubens Barrichello Richtung Wand drängte, oder die großen Rennen 2014 und 15, vergisst bestimmt niemand so schnell. Also geht es heute darum, 14 Kurven und einen 4,35 Kilometer langen Ungaro-Ring zu meistern. Während jeder Runde bekommen es die Fahrer mit 6 Links- und 8 Rechtskurven zu tun. Die durchschnittliche Geschwindigkeit beträgt 193 km/h. Ich freue mich, heute Stefan Römer an meiner Seite begrüßen zu dürfen. Wir kommen jetzt schon lange an diese Strecke und ich frage mich, welchen Platz sie unter deine Lieblingsstrecken einnimmt. Sie ist natürlich unter den Besten. Die Strecke ist von der alten Schule und setzt einen hohen Abtrieb voraus. Dadurch wird das Überholen zwar oft schwierig, aber irgendwie schafft es der große Preis von Ungarn immer wieder, uns zu überraschen. Und ich habe das Gefühl, dass wir auch heute die ein oder andere große Geschichte miterleben werden. Nach einem sensationellen Qualifying ist es nun Zeit, einen Blick auf die Startaufstellung für das heutige Rennen zu werfen. Max Verstappen ist gestern eine fantastische Runde gefahren und startet von Pole. Und Lewis Hamilton macht die erste Reihe komplett. Im Rest der Startaufstellung haben wir Gasly, Bottas, Lucas Weber und Leclerc, Vettel, Norris, Perez und Kevin Magnussen. Richter, wegen einer früheren Gridstrafe wird er von weiter hinten starten. Ricciardo, Devin Butler und Hülkenberg. Raikkonen, Sainz Jr., Alexander Albon und George Russell. Stroll und Romain Grosjean befinden sich am Ende der Startaufstellung. Jetzt, wo die Lichter jeden Moment ausgehen, wird es Zeit, zur Strecke zu schauen. Your target is 17th place today. Good luck. Da wollen wir natürlich nicht landen. Platz 11. Naja, mal gucken. Geh mal rein. Okay, go through all the gears if you can. We need to make sure the engagement is okay before the start. We're going to want to put some temperature into the tires and brakes. We need to keep the engine cool though, so don't go too high with the revs. Ein paar Punkte wären schön, aber schauen wir mal. Ein Sieg wird es wahrscheinlich nicht. Aber schauen wir mal. Upsi. Ja, meine Schuld. Damit geht's. So, schauen wir, was im Rennen drin ist. Voll verbindlich Start. Schön, wenn man noch einen von denen mitbekommt da hinten. Oh, das ist so zum Kotzen manchmal. Thank you.
Also wenn du dann einfach komplett durchdrückst, noch komplett alle. Ganz schlechter Start, ey. Das ist auf der Strecke. Mein Gott, Alter, ich hasse das. Könnt ihr nicht mal einfach normal fahren? Jetzt sind wir schon wieder auf 12. So, jetzt sind wir zumindest mal dran, schon an den... Wow. Sag ja, Punkte würde ich mitnehmen. Schwierig da gerade jetzt ranzugehen. So, Platz 10. So, nach drei Runden sind wir schon wieder durchs Feld. Der neunte momentan schon. Und die KI bleibt auf ihrer Straße. Was ist das hier, ne? GPS wird trotzdem überholt. Alter, was war das für eine Aktion, ey?
Jetzt klatsche ich mich da mal dazwischen. Ja, mal gucken, wie schnell wir da vorne dran kommen. Sind nämlich 5,6 Sekunden bis zur nächsten Vierergruppe da vorne. Boah, Alter, das kann doch sein. Ne? Ja, jetzt hab ich wieder vor mir. Ey, das ist doch nicht. Mal kurz gelb. Los. Was ist wohl gelb? Caution, caution, yellow flags ahead. No overtaking through the caution zone. Be careful. Ach, der Alpha, ne? Ja. Ich habe vermutet, dass mehr als Platz 8 nicht drin sein wird. Ach, das war 19. sogar. Is in for his stop.
Oh mein Gott, bremst doch noch härter. Genau. Er scheint mich nicht vorbeilassen zu wollen. Schönen Vorsprung da hinten und jetzt, weil mich da rundenlang nicht vorbeilässt, kann ich nicht machen. Ja, jetzt bist du ja nicht mal weg. Genau wegen sowas, oder? Ich krieg noch. Aber ich hab sie beide wieder in der Backe. Ich war so schön weg. Oh, das sind einige Fahrten. Na, mal gucken, ob da was noch geht. Ganz vorne wird es wahrscheinlich nicht mehr reichen. Mal gucken. Zwei, sechs noch.
Bis halt, Joey. Ich bin rausgekommen. Muss ich die Tür so auflassen, damit ich nicht Ufer baue, aber ich bin wenigstens vorbei. Siebter mittlerweile. Und die nächsten zwei da vorne sind dran. Ich habe das Thema Podium noch nicht aufgegeben. Zwei Sekunden waren es eben. Will ich zumindest noch vorbei. Jetzt 4. Leclerc und Hamilton. Die nächsten zwei. Wäre ich 5. von 11 gestartet. Mal gucken. Aber jetzt machen die beiden Jungs da vorbei. Irgendwie sich vorbeidrücken. Der Strecke ist das nicht so einfach hier, wenn ich ehrlich bin. Meine Ferrari jetzt natürlich mit Top Speed und jetzt geht's da. Oh, der Hamilton zieht ein bisschen rüber. Das hatte ich gehofft, das hatte ich nicht gedacht. Hat mich ein bisschen gekostet. Komm, werdet euch ein bisschen uneins. Lasst mir ein bisschen die Tür auf irgendwie. Dass ich mich da vielleicht durchquetschen kann. Ja, ich krieg 3. Das ist nicht machbar. Jetzt ist er vorbei. Kein Platz, keine Chance. Ja, ich muss ja mit. Toll! Genau das. Die scheiß KI fällt genau die Linie, die sie braucht.
ISS fuel. Be back on target soon. Don't wait too long to turn the engine. Ja, ist gut. Wenn die ich da vorne bekämpfen kann, ich keine Chance, sagen, irgendwie ranzukommen. Das Problem ist hier, es gibt keine Lücke, da oben vorbeizugehen. Mann, dreh mich doch weg, ey. Das war ich selber. Da muss ich es wirklich mit Gewalt probieren. Genau, fahrt doch alle mich rein. Mann! Ja, dann wird das nichts. Da komme ich nicht vorbei. Okay, take it easy on the car. We can't sustain this level of damage. Kann man mal auch normal versuchen, sich zu wehren? Muss man dann die Leute wegschießen? Das macht keinen Spaß gerade. Ich will da vorbei und kann nicht. This is your final lap of the race.
attempts per lap. Ne, es bleibt dabei. Ich komme nicht vorbei. Und wenn er will, drückt er mich so raus, dass ich nicht vorbeikomme. So, ein Auto habe ich zumindest noch gekassiert. Sechster. Immerhin noch. Mehr wird nicht drin sein. Rundenlang dahinter zu kleben und nichts machen zu können. Und man einfach schlichtweg nicht vorbeikommt. Das Thema ist eh gegessen. Verstappen gewinnt. Und wir können nichts machen mit Platz 6. Es wäre viel mehr drin gewesen, wenn ich da vorbeigekommen wäre. Ach Mann. Das ist auf meiner Lieblingsstrecke, bist du dann ein Sechster, weil du da nicht vorbeikommst. Red Bull hat heute alle Register gezogen. Ein großartiger Sieg. Was denkst du, Stefan, was ihnen im heutigen Wettbewerb den Vorteil gegeben hat? Der Fahrer stach eindeutig heraus mit reichlich Selbstvertrauen auf der Strecke. Ich denke, die Fähigkeit, selbst in hektischen Situationen im Rennen Ruhe zu bewahren, hat ihm ermöglicht, die Fehler der anderen Fahrer auszunutzen und mit Leichtigkeit die Spitze des Feldes zu erreichen. Hier kommen die Sieger von heute. Das Team von Red Bull hat in letzter Zeit hervorragende Arbeit geleistet. Man sieht deutlich, dass sie sich gesteigert haben und sie sollten stolz und können vor allen Dingen auch stolz auf ihren heutigen Sieg sein. Auf einer Strecke waren wir viel mehr drin gewesen. Sehen wir uns an, wie die Fahrerwertung nach dieser Runde der Weltmeisterschaft aussieht. Das war nicht das beste Resultat für unseren WM-Führenden. Sein Vorsprung ist geschrumpft. Wir haben heute einige beeindruckende Talente auf der Strecke gesehen. Stefan, aber wer ist für dich der Fahrer des Tages? Max Verstappen schien sich heute ohne jegliche Mühe seinen Weg durch die anderen Fahrer hindurch zu machen. Ja, ich starte von 1, 2 auf 1. Fahrer des Tages. Ja, klar. Es ist Zeit, einen Blick auf die Konstrukteursrangliste zu werfen. Der aktuell Führende der Meisterschaft hält die Position, aber der Abstand wird kleiner. Also Stefan, damit endet ein weiteres fantastisches Rennwochenende. Vielen Dank an alle, die mit dabei waren. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Da wäre heute mit drin mehr drin gewesen. Auch von der Position aus. Aber egal. Ein toller Tag. Wie denken Sie darüber? Das schien mir da draußen aber heute mehr Autoscooter als Formel 1 zu sein, oder? Sie haben ja während des Rennens eine regelrechte Aufholjagd hingelegt. Wir haben Sie wohl alle unterschätzt, nicht wahr? So. Ihr ehemaliger Teamkamerad hat heute einige tolle Überholmanöver gezeigt. Hat er welche von Ihnen gelernt? Klasse, das war dann alles. Jo. Gute Arbeit, genau darauf habe ich gehofft. Mach nur weiter so. Bist du dir sicher, dass du überhaupt nicht verhandeln möchtest? Nö. Nun gut, das ist natürlich deine Entscheidung. Aber ich persönlich würde auf jeden Fall versuchen, mit dem Team zu verhandeln. Ein Versuch wäre es ja wert, findest du nicht? Nö. So. Ja, kann man reinsetzen und dann ins nächste Rennen gehen.